Okay. Neues Spiel, neues Glück. Und ich bin wieder zurück aus dem Urlaub. Ich habe jetzt seit, keine Ahnung, 3 Wochen nicht mehr PUBG gespielt? 3 Wochen? Ich werde so unglaublich schlecht sein. Ich werde so schlecht sein jetzt. Ich werde so ins Gras beißen. Urlaub war übrigens ziemlich nice, weil ich war in Chile. Es hat richtig Spaß gemacht. Es hat echt richtig Spaß gemacht. Wir waren in Patagonien. Wir waren am größten Pool der Welt. Der ist in Chile. Und ich habe keine Ahnung, wo ich rausgucken will. Ich glaube, ich gehe nach Primoas. Ja. Es war wirklich cool. Also es war wirklich schön. Ich habe so einen Sonnenbrand bekommen und alles drum und dran, was man halt so hat. Aber der Nachteil ist natürlich, ich habe PUBG komplett verlernt. Ich habe PUBG komplett verlernt. Ich muss es komplett neu lernen. Das ist blöd. Ich hoffe, ich kann es noch. Okay, da kommen sie schon. 1, 2, 3. Sind keine Buntschirme, oder? Nee, keine Buntschirme. Okay, alles klar. Geht eigentlich. Obwohl, na, dann bin ich sicher. Könnte sein, dass es... Drop? Nach. Den Hammer. Leuchtet jetzt bei mir rum? Nee, ne? Also hier ein bisschen Loot noch. Drüben ist, glaube ich, einer. Drüben ist einer. Irgendwo hier. Gehört. Ich bin so schlecht beim Spotten bestimmt jetzt. Ist da drin einer? Keine Ahnung von dem Game. Fest tapsen. The Perron. Kann ich noch mehr? So wie ich mich anstelle beim Ziehen, soll ich glaube ich nicht dahin pushen. Okay, lass mal ein bisschen looten hier. Lass erstmal ein bisschen looten. Das ist das erste Match seit 3 Wochen. Das erste Match seit 3 Wochen. So, habe ich noch keinen Helm? Doch. Okay, alles klar. Nur den Helmskin nicht ausgewählt. Hat er auf mich geschossen? Nee. Hat er nicht. Wo ist er? Die Uzi ist halt ultra nervig auf kurze Distanz. Muss man ein bisschen aufpassen. Hier drin irgendwo, oder? Eine BZ-Granate? C4 oder was? Aber nicht. Sehen. Scheiße. Raus.
Das war nicht schlau, wie ich da gelaufen bin. Ich weiß, dass er in dem Haus ist. Hinter mir war auch noch einer. Hab mich gehört. Wo ist da? Ist hier links? Oh Gott, dieses um die Ecke geguckt ist so nervig. Sehen. War das jetzt ein echter oder nicht? Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Dafür, dass es das erste Match seit ewigen Zeiten ist, muss ich sagen. Stelle ich mich gar nicht so dumm an, gerade. Nach 55 am Leben ist es verwunderlich, dass wir noch in der Zone sind. Ne, uns waren auch noch welche, ne? Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? Drei? Ich glaube drei, ne? Naja, wenn ich jetzt ins Gras beiß, kann ich wenigstens ein bisschen was vom Urlaub erzählen. Und übrigens, es gibt noch ein zweites Tray-Icon, wenn ihr PUBG am Start habt. Das heißt PUBG Launcher. Der sorgt bei mir immer dafür, dass es so Ruckler gibt und diesen Absturz des Spiels nach drei Stunden nonstop spielen. Ich meine, ich spiele nie PUBG drei Stunden nonstop. Deswegen habe ich das jetzt selber noch nicht gehabt, aber es ruckelt manchmal auch. Und schaut mal, ihr könnt ihn diesen Launcher killen im Task Manager. Das ist noch ein, wie gesagt, noch eine zweite Entität von PUBG. Und ich glaube, dann sind diese Ruckler weg. Also ich werde es nachher mal, werde dazu nachher auch nochmal ein gesondertes Video machen. Falls ihr nicht anhand meiner Erklärung versteht, was ich meine, werde ich demnächst, wie gesagt, dazu noch ein Video hochladen. Okay, ach so, um Gottes Willen. Ich habe auch im Urlaub, weil ich ja nicht PUBG zocken konnte, ich habe meinen Rechner nicht mitgenommen gehabt. Habe ich im Urlaub mal ein paar so Videos angeguckt, wie das so abläuft mit PUBGs und Cheats. Und das ist echt krass. Also es gibt zum Beispiel Hardware-Cheats. Also Cheats, die auf einer Hardware laufen, die nicht auf dem Rechner installiert sind, mit dem ihr zockt, sondern auf einer gesonderten Hardware laufen. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass zum Beispiel der Maus-Input in ein Gerät geht, in eine Blackbox mehr oder weniger, und diese Maus, also und das Teil bewegt dann eure Maus so, dass ihr Headshots macht, ohne dass der Rechner geht davon aus, dass weiterhin eine Maus angeschlossen ist, aber ihr packt eine Blackbox dazwischen und das sieht dann so aus, dass ihr nur Headshots macht. Oder er schießt nur, wenn er mit dem Zielkreuz auf den Gegner seid, was natürlich auch schon ultra mächtig ist, weil er dann immer trefft. Also ihr müsst zwar noch mit dem Zielkreuz auf den Gegner zielen, aber wenn ihr dann so rumwiggelt, dann trifft er automatisch. Da drüben war einer, oder? Der kann eigentlich sehen. Nicht bei Ronoid. Ich lege mich jetzt hier ein bisschen hin und laber euch zu. An der drüben rennt er, ja. Auto. Da war er. Bin immer eine Millisekunde zu spät dran. Also ziemlich krass, Hardware-Cheats. Und wie funktioniert das? Also am Ende des Tages muss er natürlich trotzdem das Spiel wissen,
Und dann muss der Cheat ja wissen, wo sich die Gegner im Spiel befinden, etc. Es scheint so zu sein, dass quasi... Was ist das Flugzeug? Flugzeug? Ah, hinter mir. Ey, da gehe ich jetzt hin. Nicht weit weg. Dass quasi die, der Netzwerk-Traffic monitort wird. Von dem Rechner, auf dem das Spiel läuft. Und über den Netzwerk-Traffic könnt ihr quasi rausfinden, wo die Gegner sind. Und das... Wer schießt auf mich? Der kam von hier. Über den Netzwerk-Traffic könnt ihr rausfinden, wo der Gegner ist. Und dieser Netzwerk-Traffic wird dann so ausgewertet, dass das Spiel oder dass dieser Bot nur dann feuert, wenn er, wenn er weiß, dass er mit dem Mauszeiger auf dem Gegner sein. Ziemlich abgespaced. Ich hoffe, ich habe die Theorie richtig erklärt. Auf jeden Fall ist es... Ah, oh, nee, oder? Blöd. Ja, das war gut. Tot. Wurde aber von jemand anderem gekillt, nicht von mir. Hat mir einer einen Frag geklaut, oder? 27 Schuss, das ist ein bisschen blöd. Wer auch immer mir den Frag geklaut hat, weiß, dass ich da bin. Weil ich halt keinen Schalli hab an meiner SLR. Was halt auch nicht so gut ist, dass ich keine Munition. Sehr verlockend dahin zu rennen. Na, wir warten mal, bis der andere dahin rennt. Wegen einer ist Tank Snake ist abgesoffen. Das ist natürlich nur eine Methode zu cheaten. Diese Hardware-Cheats haben halt einen entscheidenden Vor-Nachteil, die sind halt kaum zu detektieren von Anti-Cheat-Software. Das ist halt ein Problem, weil der auf dem Rechner letzten Endes keine Hardware läuft. Das Einzige, was man machen muss, ist, man muss irgendwie den Netzwerk-Traffic abgreifen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann funktioniert das so, dass quasi diese Hardware-Cheats dann mehr oder weniger als Drucker oder was auch immer laufen auf dem Rechner, mehr oder weniger als Drucker installiert oder aus irgendeiner Peripheriegerät. Und dieses Peripheriegerät wird von der Anti-Cheat-Software nicht entdeckt. Also ist ein bisschen crazy. Natürlich gibt es weiterhin diese Software-Cheats. Dann gibt es ja noch einen ganzen Sack voll so spezielle AI-Hardware, mit der man dann cheaten, was heißt cheaten kann, aber diesen AI-Monitor, über den haben wir ja auch schon geredet, der quasi dann mehr oder weniger anzeigt, wo die Gegner sind. Anhand von Lichtern oder irgendwelchen Highlights, das finde ich ja auch ein bisschen crazy. Okay, derjenige, der da den gerade gelyncht hat, der hat anscheinend echt keinen Bock, sich die Crate zu holen. Auch jemand mit langem Atem. Da vorne. Vor mir. Hier höre ich es schießen. Mein Muskelgedächtnis muss erst wieder hochfahren. Ich bin ultra schlecht gerade noch. Und hier vor mir habe ich auch noch einen Xen. Xen, sag ich schon, gehört. Also ich spiele ohne Cheats. Das merkt ihr ganz einfach daran, dass ich einfach ultra schlecht bin. Und das ist quasi mein Beweis dafür, dass ich nicht cheate. Ich würde mich gerne auch mal reporten. Dann werde ich nicht gebannt, weil ich einfach, weil PUBG einfach weiß, ich bin so schlecht. So, jetzt sterbe ich. Macht Sinn? Da ist er. Mäusels Herb kann ich nicht aussprechen.
Auf wen hat er geschossen? Der war übrigens auch sehr gemächlich unterwegs, ne? Geil. Gefällt mir. Er schießt da auch nicht. Von hinten. Schießt von hier irgendwo, ich sehe nicht. Also wenn ich jetzt, einen Wallhack hätte, ne? Oder einen Radarhack oder was auch. Ach, da. So, okay. Ist aber kein Bot, oder? Glaub nicht. Er muss dann demnächst auf mich zupushen. Ja, Granate wäre auch keine. Der kommt jetzt zu mir. Vermutlich. Wie gesagt, ich spiele jetzt ein bisschen gechillt, weil ich kann jetzt noch nicht so abgehen. Ich muss es ruhig angehen lassen. Bis ich wieder ein bisschen im Game drin bin. Okay, was war das? Oh mein Gott, jetzt haben sie mich gesehen. Wo kam der Schuss gerade? Wo ist denn der andere Kasperl? Da muss doch noch einer sein. Oder wurde der jetzt von der Zone gekillt? Ich hab nicht drauf. Kann schon sein, ne? Schwer. Schwer zu sagen. Da oben wohl durch, der ich sehe. Was geht mit dem ab? Ganz ehrlich. Der will da nicht raus, oder? War das ein Bot? Ich kann es nicht sagen. Scary. Da oben haben wir noch einen gehört. Viele Penkelos. Ah, das passt. Haben wir genug. Kommen wir mal rein. Ist er auf mich gerichtet, glaube ich? Nee, du warst nicht. War irgendwo hier. Hier ist einer. Ah, ich sehe ihn da hinten. Ist aber, glaube ich, für mich jetzt nicht überrelevanter Typ. Rechts von mir. Schießt der auf mich? Ja, also zumindest der schießt auf mich. Wo ist er denn? Ich sehe ihn dann. Come on, man. Wo sind sie denn, die Oompa-Loompas? Also mit dem Spotten tue ich mir heute echt schwer. Shit. Da ist er, der Kasper. Da war er. Ich push jetzt mal da rüber.
Scheiße. Ist hinter der Mauer da. Gelb, hat irgendwas Gelbes an, so einem gelben Hoodie. Da steht er. Gott, wie ich treffe. War an Bord. Bisschen scary hier. Aha, hat er noch irgendwas Feines für mich? Perfekt. Naja, noch 10 am Leben sind wir, aber die Top 10, 10 sind wir schon gekommen. Mal sehen. Hier an. War direkt vor mir. Hier irgendwo. Zeit für einen Energy Drink. Fällt mir überhaupt nicht hier gerade. Da leuchtet noch einer. Hat irgendwas Schwarzes an, das ist eigentlich gut für mich. Zum Spotten. Hier links irgendwo. Sehe nicht. Sehe ihn nicht mehr. Der ist aber auch sneaky, der Dude. Ist er noch draußen außer der Position, oder? Ja. Ein Bot hinter mir, das interessiert mich nicht. Interessiert der Typ, der Schwarze, der da gerade hier rumgerannt ist. Der interessiert mich viel mehr als der Bot hinter mir. Ist der Dude? Ich sehe ihn nicht mehr. Er muss jetzt gleich vor meiner Nase auftauchen, eigentlich. Und vom Leben. Hä? I don't understand. Da ist links. Schießt auf mich. Oh shit, der Typ war auch im Bord. Warum beschwere ich mich? Weil das bedeutet... Gegner, oder? Er ist tot. Ziemlich sicher tot, oder? Ja, genau. Chill. Noch 3 am Leben. Ich sehe keine Dudes mehr. Jetzt kommt diese große Frage, wo kommt die nächste Zone raus? Was, in die Top 3 gekommen im ersten Match? Nach dem Urlaub? 3 Wochen nicht gespielt und gleich in die Top 3, das gibt's ja nicht. Ist doch rentiert bei AliExpress mal mein Hardware-Hack zu bestellen hier. AliExpress? Stimmt natürlich nicht. Dafür habe ich auch so den Marschzopf daneben geschossen gerade in dem Match. Wo ist der letzte? Oder sind die letzten 2 hier? Komm, nicht so schüchtern. Ich stelle mich aber auch an heute, ey. Wie viele Kills haben wir gemacht bisher? Diese Blätter geben mir jedes Mal einen Herzinfarkt. Gibt ganz schön viele davon gerade hier. Sind anscheinend auch eingebaut worden, damit die Cheater-Software ein bisschen durcheinander gebracht wird.
Allerdings glaube ich, dass die Cheater-Software mittlerweile, oder also diese diversen Cheats mittlerweile so ultra ausgereift sind, dass die sich nicht mehr von irgendwelchen Blättern beeindrucken lassen. Ghillie-Suit-Typen wahrscheinlich am Start. Sonst hätte ich die schon längst entdeckt. Muss ich da rüber. Ich habe keine Lust drauf. Ne? Da hat es gerade geschossen. Direkt vor mir irgendwo. Wo war das? Links? Was nicht? Wo hat denn der gerade geschossen? War hier irgendwo, ne? Bin mir ziemlich sicher. Ne, da war schon. Okay. BZ-Granate haben wir keine, ne? Shit. Und ein Smoke. Hat weh getan? Ja, keine farbige Rauchgranate. Jetzt. Ach, das finde ich schon gut. Die killen sich jetzt gegenseitig. Hab leider. Kill den anderen! Oh, wie dumm! Wo ist denn der andere? Ich hatte noch die Handgranate ausgerüstet. Fuck, war das dumm. Das hätte ich eigentlich gewinnen müssen, das Ding. Oh Mann! Das waren so Anfängerdinger, ey. Mit einer Handgranate hätte ich den gehabt. Oh Mann, 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 Mann. Aber wie gesagt, Top 3 schon mal gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Den hätte ich haben müssen eigentlich. Boah, Junge, Junge, Junge. Ich sag's euch. Erstes Spiel noch im Urlaub, Top 3, schon mal gar nicht so schlecht. Aber da muss ich noch besser werden. Da muss ich noch besser werden. Ich arbeite dran. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.